Ja, liebe Zuschauer, wer von Ihnen kennt nicht den Markt 15 in Senftenberg mittlerweile? Ein wunderbares Gebäude, das hier gerettet wurde, unserer Stadt. Ein altes Gebäude mit großer Geschichte, mit langer Geschichte. Carsten Bartsch ist derjenige, der es für uns gerettet hat. Carsten Bartsch, wie bist du dazu gekommen, dich diesem Gebäude zu widmen, dieses Gebäude wieder herzurichten? Ja, nur das mal sagen, ich habe es nicht alleine gemacht, ich habe das mit meiner Frau zusammen gemacht. Und wir haben schon öfter alte Häuser saniert, speziell auch in Senftenberg und Ruhland. Und sind durch einen Zufall an das Objekt gekommen und haben uns entschlossen, mit meiner Frau gemeinsam das Objekt zu sanieren und ja, es entsprechend wieder herzurichten. Das war unser Wunsch, weil viel Originalbausubstanz noch da war, speziell nur im Erdgeschoss, aber wir fanden das für historisch wertvoll und haben uns dann gemeinsam entschlossen, das Objekt umzusetzen. Nun ist es ja das Umsetzen damit nicht so einfach getan, denn ihr habt ja eine wunderbare Symbiose gefunden zwischen Geschichte und Moderne. Also man kann hier hinschauen, wo man will. Man trifft sofort eine moderne Gestaltung, die sich aber wunderbar widerspiegelt, auch in der Geschichte. Also es gibt ja keine Brüche, wo man erschrocken sagt, Gott, das geht ja gar nicht. Es ist so wunderbar gelungen. Also da spielt die Erfahrung eine große Rolle. Ja gut, wir haben schon einiges gemacht, aber wichtig war uns das alte, den alten Bestand, der noch erhalten war, zum Beispiel das ganze Erdgeschoss oder Teile des Obergeschosses zu erhalten, die zu sanieren und natürlich bauen wir in der heutigen Zeit moderne Elemente einzubringen. Man sieht es auch unter anderem an den Dachgauben oder an der Inneneinrichtung. Das soll schon modern sein, aber trotzdem der Bezug zum Alten, der war uns wichtig, dass der bleibt und dass man auch erkennt, was für ein eigentlich ein Befund in dem Objekt ist, wie wertvoll das Objekt eigentlich auch ist. Und wir haben auch bei der Sanierung gemerkt, dass es noch viel eigentlich mehr zum Vorschein kam an Bestand, als wir mal erwartet hatten. In welches Jahrhundert geht denn dieses Gebäude nun tatsächlich zurück? Welche sind denn die ältesten Spuren, die ihr hier gefunden habt? Ja, die ältesten Spuren sind aus dem 17. Jahrhundert, das heißt also 1630 zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Das geht speziell auf den Keller zurück. Die ersten baulichen Sachen sind dann 1675 realisiert worden auch. Durch Umbaumaßnahmen sieht man über der Eingangstür, steht die Jahreszahl. Und von da an wurden dann im Laufe der Jahrhunderte viele weitere Umbaumaßnahmen vorgenommen. Aber trotzdem sind im Erdgeschoss noch die alten Putze und so weiter im Wesentlichen erhalten geblieben. Und die haben wir jetzt versucht auch zu zeigen. Man sieht das dann, wenn man das Objekt sieht, an Bemalungen und alten Sprüchen aus dieser Zeit. Ich denke, im Namen vieler Senftenberger dieses wunderbare Objekt erhalten zu haben, uns wieder zurückgegeben zu haben in diesem wunderbaren Zustand. Also da kann man sich nur verneigen, das tue ich sehr gern. Alles Gute auch weiter. Schönen Dank, ja. Frau Rebecca Bartsch, Sie sind die Betreiberin dieses wunderschönen Kleinods hier in unserer Stadt Senftenberg. Was kann der Gast bei Ihnen erleben? Welche Möglichkeiten bieten Sie ihm an? Ja, wir haben bei uns Gästewohnungen und Gästezimmer, wo man übernachten kann, wenn man in Senftenberg oder der Umgebung zu Besuch ist. Komfortabel ausgestattet, modern ausgestattet und alle verbinden ja die historischen Züge des Hauses mit moderner Ausstattung. Und zusätzlich haben wir in unserem sehr historischen Erdgeschoss einen Seminarraum, den man buchen kann für Schulungen, Workshops oder kleine Veranstaltungen. Wir haben drei Wohnungen, da ist jeweils ein großes Doppelbett drin und die Möglichkeit einer Aufbettung durch ein Schlafsofa. Also da können zwei Erwachsene, zwei Kinder schlafen oder auch drei Erwachsene. Dann haben wir drei Doppelzimmer oder können auch als Einzelzimmer gebucht werden und eine Maisonette-Suite, wo wir auch ein großes Bett haben und nochmal eine Aufbettung. Nun liegen Sie ja unmittelbar hier im Zentrum, auf der einen Seite sehr gut, auf der anderen Seite Parkplätze vorhanden oder wie sieht es da aus? Ja, die haben wir zum Glück im Hof. Da haben wir für jedes Zimmer oder für jede Einheit einen Stellplatz. Das heißt, man kann mit dem Auto herkommen, das hier stehen lassen und zu Fuß oder mit dem Fahrrad wirklich überall hinfahren. Nun ist es ja fast zu schade, in diesem Haus, in diesem wunderbaren Ambiente, die Augen zuzumachen. Eigentlich sollte man die Augen hier aufmachen. Gibt es denn auch künftig Möglichkeiten, dass man sagt, man kann hierher gehen, man kann ja auch mal Freunde mitbringen und sich hier, wie soll ich sagen, zu einer Festlichkeit niederlassen? Da schmieden wir gerade Pläne für nächstes Jahr. Also man kann natürlich jederzeit gerne herkommen und sich die Räume und die Züge aus dem 17. Jahrhundert, die wir noch im Haus haben, sich gerne anschauen, jederzeit. Und für nächstes Jahr veröffentlichen wir dann, was dann geplant ist, dass im Erdgeschoss noch ein bisschen mehr Leben reinkommt und auch alle Bürger und alle Gäste der Stadt das nutzen können. Eine letzte Frage. Ich weiß, Sie sind gut gestartet. Ja, sehr gut. Wir haben den wunderschönen und langen Sommer mitgenommen, haben einen guten Start gemacht, trotz der kurzen Anlaufphase.
Seit Juni sind wir geöffnet und freuen uns jetzt auf eine leicht ruhigere Zeit und dann kommt bald Weihnachten und dann geht's wieder los. Das wünschen wir Ihnen alles, alles Gute. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und Sie werden mich öfter sehen, als Ihnen vielleicht lieb ist. Sehr gerne. Vielen Dank.